Zu den in Europa höchst seltenen Oldtimern zählen die Fahrzeuge der Hub Motor Car Company, wie das 1911 gebaute Modell 20 Runabout. Vergleichbar mit Henry Fords Konzept war auch die Philosophie der Gebrüder Hub, in ihrer Fabrik Fahrzeuge zu bauen, die sich ein normaler arbeitender Mensch würde leisten können. Und so lautete der Werbeslogan für den ersten Wagen der Detroiter Firma: der patenteste und beste kleine Wagen, der jemals in Amerika auf dem Markt war, zum vergleichbaren Preis. Vorgestellt wurde das Model 20 Runabout auf der Detroit Motor Show im Jahr 1909. Robert Gregg Hub hatte seine Erfahrung als Ingenieur bei Old Motor Works, Ford und Regal Auto Motor Company gesammelt, bevor er sich mit seinem Bruder Louis in der Bellevue Avenue 345 in Detroit ein Fabrikgebäude anmietete und sich selbstständig machte. Und wenn man bedenkt, welche für die damalige Zeit bemerkenswerten Besonderheiten der kleine, schnittige Wagen hatte, war der Preis von $750 mehr als gerechtfertigt. Gelobt wurde vor allem die hervorragende Straßenlage und der zuverlässige Vierzylindermotor mit der 17 PS Maschine. Die faltbare Frontscheibe, die elliptische Federaufhängung, auf Knopfdruck bedienbare Frontlampen, Petroleum-Seitenlichter und Rücklampen, geländegängige Räder, Reparatursatz und Werkzeugsatz mit Räderpumpe waren die Extras, die inbegriffen waren. Der zweisitzige Roadster Runabout 20 war ein Erfolgsmodell. Schon im ersten Jahr wurden 1500 Stück produziert. Bereits ein Jahr später waren es 5000 Stück. Hub Mobiles waren weniger für ihre Geschwindigkeit, dafür aber für ihre Zuverlässigkeit bekannt. Jedes der frühen Hub Mobiles hatte auf der Fahrzeugplatte eingraviert Guarantee for Lifetime, lebenslange Garantie. Über 32 Jahre produzierte die Hub Motor Company mehr als 500.000 Fahrzeuge von höchster Qualität. So überstand man auch den Ersten Weltkrieg und die Große Depression. Bis zum Jahr 1938, als der neue Wagen, der Skylab, in Angriff genommen wurde. Viele der Bestellungen wurden widerrufen während der 2 Jahre dauernden Wartezeit. Als das Fahrzeug endlich auf den Markt kam, war die Hub Motor Car Company nicht mehr zu retten.